Das stufenlose Tiengetriebe wurde konzipiert, um große Flexibilität und Zuverlässigkeit bei niedrigem Gewicht und geräuschlosem Langzeitbetrieb für eine große Vielfalt von Aufgaben zu ermöglichen. Es stellt jegliche beliebig einstellbare Untersetzungsverhältnisse zwischen 0 und 100% der Antriebsdrehzahl bereit und ist daher auch eine Kupplung. Das Getriebe funktioniert, indem es den Fluss des hydraulischen Öls innerhalb von zwei getrennten helixförmigen Kammern steuert, wobei die eigentliche Kraftübertragung sowohl mechanisch wie auch durch hydraulisches Öl erfolgt. Somit ist eine stufenlose Untersetzung zwischen 0 und 100% der Antriebsdrehzahl möglich. Bestandteile sind Antriebswelle, Helixzylinder, Abtriebsscheiben, Abtriebsgehäuse, hydraulisches Öl. Der Ventiljustiermechanismus besteht aus Ventilsteuereinheit, Gabelführung, Aktuatorkragen, Fixierstift, Ventilsteuerungsstange, Ventilsteuerscheibe, Ventilöffnungsgehäuse, hydraulisches Öl. Das Untersetzungsverhältnis kann durch Verschieben der Ventilsteuerstange beliebig eingestellt werden. Anhand seiner Schraubenform dreht die Ventilsteuerungsstange die Ventilsteuerscheibe, welche die Durchlassöffnung im Ventilöffnungsgehäuse verändert. Damit wird der Fluss des hydraulischen Öls beschränkt oder ganz unterbrochen. Die offenen Räume zwischen dem Helixzylinder und der beiden Abtriebsscheiben können als Kammern betrachtet werden. Bei offener Ventilstellung ist der Fluss des Öls unbeschränkt, wodurch sich der Helixzylinder in linearer Richtung entlang der Antriebswelle frei hin und her bewegen kann. Bei geschlossener Ventilstellung wird der Fluss des Öls von der einen Kammer in die andere verhindert. Die Antriebswelle dreht den Helixzylinder, der in jeder Stellung immer an beiden Abtriebsscheiben anliegt und somit auch durch das eingeschlossene Öl die Drehung der Antriebswelle überträgt. Durch den entstehenden Öldruck möchte sich der Helixzylinder in linearer Richtung bewegen, kann sich aber nur so schnell bewegen, wie die Ventilöffnung den Abfluss des Hydrauliköls in die andere Kammer erlaubt. Bei geschlossener Ventilöffnung ist kein Ölfluss möglich. Deshalb kann der Helixzylinder nicht in linearer Richtung ausweichen und gibt somit mechanisch über die anliegenden Helixflächen wie auch über das hydraulische Öl die von der Antriebswelle kommende Rotation zu 100% an die Abtriebsscheiben weiter. Damit sind Antriebsdrehung und Abtriebsdrehung gleich. Bei maximaler Ventilöffnung wird der Ölfluss von einer Kammer in die andere freigegeben. Der Helixzylinder kann sich dadurch in linearer Richtung hin und her bewegen und übt somit weder mechanisch noch über das hydraulische Öl Druck auf die Abtriebsscheiben aus. Die Abtriebsscheiben werden nicht angetrieben. Die Abtriebsdrehung beträgt 0% der Antriebsdrehung. Bei teilweiser Ventilöffnung kann das Hydrauliköl nur verzögert abfließen. Der Helixzylinder kann nur eine langsame lineare Bewegung ausführen. Dadurch muss ein Teil der Drehzahl der Antriebswelle mechanisch über die Helixflächen wie auch über das hydraulische Öl auf die Abtriebsscheiben übertragen werden. Durch die Steuerung der Ventilöffnung ist somit jede beliebige kleinere oder gleiche Abtriebsdrehzahl der Antriebsdrehzahl einstellbar.